Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Wesentlichen geht es ja mit dem Gesetzentwurf, den die SPD vorlegt, sozusagen um Familienpflege und Pflegebedürftigkeit, natürlich auch um die Pflege oder Unterstützung minderjähriger Kinder. Und deshalb will ich zunächst einmal darauf hinweisen, dass bereits zum 1. Januar 2015, und das ist wichtig in dem Zusammenhang, im Familienpflegezeitgesetz und im Pflegezeitgesetz damals zahlreiche Änderungen in Kraft getreten sind. Die Gewerkschaften, das gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Gewerkschaften forderten schon damals im Gesetzgebungsverfahren, dass diese Regelung auch auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden sollten. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie gesagt, sind damit wichtige Verbesserungen, bessere Vereinbarkeit von Familien und Pflege und Beruf in Kraft getreten. Und bisher wurden in einzelnen Bundesländern daraufhin auch die beamtenrechtlichen Regelungen verändert, in sehr unterschiedlicher Art und Weise. So wurde anders als in Hessen, zum Beispiel in Bayern, im § 89 des Bayerischen Beamtengesetzes die Mindeststundenzahl auf 8 Stunden gesenkt. In Berlin gibt es zwar eine Begrenzung der Teilzeitbeschäftigung auf 20 Stunden, aber keine Höchstdauer dieser Beschäftigungsform, wie wir sie in Hessen mit 17 Jahren zum Beispiel haben. So. Aber der entscheidende Punkt, finde ich, in dieser Diskussion, wo es um Verbesserung von Pflege und eine Veränderung im Beamtenrecht geht, ist die Frage, wie sieht es mit dem Einkommen aus? Mein Vorredner hat es nämlich auch schon angesprochen. Tatsache ist, dass nach wie vor gut 75% derjenigen, die Familienangehörige pflegen, Frauen sind. Das können wir bedauern oder versuchen, das zu verbessern, aber der Fakt ist nach wie vor so, und insofern sind die in besonderem Maße betroffen. Pflegende Beamtinnen, also sage ich mal, des Bundes wie auch einiger Länder in Nordrhein-Westfalen, in Bremen, in Hamburg, in Schleswig-Holstein, im Saarland, Baden-Württemberg und Thüringen, können von den Familienpflegezeit entsprechenden Regelungen auch Gebrauch machen, weil das in das beamtenrechtlichen Regelung, weil die dort übernommen wurden. Die Familienpflegezeiten bestehen aus einer maximal 2-jährigen Pflegephase und einer ebenso langen Nachpflegezeit. In der Pflegephase, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, und deswegen glaube ich, dass wir die Diskussion an dieser Stelle auch erweitern müssen, in der Pflegephase verringert die Beamtin oder der Beamte zwar die Arbeitszeit, während dieser Phase stockt aber der Dienstherr die Besoldung durch einen Vorschuss entsprechend auf. Das heißt, dass bei Gehaltsausfall sozusagen nur die Hälfte der Arbeitszeitverkürzung dem entspricht. Also wer von Vollzeit auf 50% runtergeht, bekommt während dieser 2 Jahre in einzelnen Bundesländern 75% des Einkommens, sozusagen als Vorschuss. Und in den darauffolgenden gleichen Zeitraum, also bis zu jeweils 2 Jahre, also insgesamt 4 Jahre, wird dann wieder vollgearbeitet und man erhält diese 75% weiter. Dadurch wird es ausgeglichen. Also bei den Diensten ohne solche Regelung, wie auch in Hessen, bleibt sozusagen nur die Möglichkeit der ganz gewöhnlichen Teilzeit aus familiären Gründen. Das heißt eben kein Besoldungsvorschuss. Und deshalb ist die Initiative der SPD wichtig, weil sie sozusagen an einer Stelle, zwar nur an einer Stelle, wo es um die wöchentliche Arbeitszeit geht, jetzt die Diskussion beginnt, wir sie aber gerne erweitern würden um diese entsprechenden Aspekte, insbesondere was den Gehaltsvorschuss angeht. Weitere Anpassungsbedarfe sehen wir im Beamtenrecht im Übrigen auch bei der häuslichen Betreuung eines Minderjährigen, bei der außerhäuslichen Betreuung eines minderjährigen pflegebedürftigen Angehörigen, der Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen oder der Erweiterung des Begriffs der nahen Angehörigen, zum Beispiel auf Stiefeltern, lebenspartnerschaftlich Gemeinschaften, Schwägerinnen und Schwäger. Und all diese Diskussion sollten wir demnächst führen und vielleicht auch als Anlass dieses SPD-Gesetzentwurfs führen. Vielen Dank.